Hallo Leute und herzlich willkommen zu Vicky's Kitchen. Heute mit einem Low Carb Käsekuchen und ich wünsche euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg mit diesem Rezept. So, starten wir also direkt in das Low Carb Kirschkäsekuchen Rezept rein. Für diesen Käsekuchen braucht ihr alles, was ihr hier seht. Wir haben hier einmal Proteinpulver. Ich habe mich hier für das von Rocker Nutrition entschieden mit dem Geschmack Cranberry Cheesecake. Ganz passend. Außerdem dann noch einen Flavor. Hier habe ich von Zack Plus den Cheesecake Liquid Flavor genommen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach Smacktastic, also irgendein Geschmackspulver nehmen oder einen Flavor von einer anderen Firma. Außerdem braucht ihr dann noch zwei ganze Eier und zwei Eiklar, etwas Magerquark, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch Skyr nehmen oder ein anderes Quarkprodukt und Kirschen. Ich habe Sauerkirschen, tiefgefrorene, aufgetaut. Super Sache. Ihr könnt allerdings auch solche Sauerkirschen aus dem Glas nehmen. Die haben 50% weniger Kalorien. Ich habe die im Rewe entdeckt. Jetzt aber auf jeden Fall die aus der Tiefkultur. Ist ja auch gar kein Problem. Außerdem dann noch ein bisschen Süßstoff, beziehungsweise habe ich jetzt Erythrit und etwas Backpulver. Hiervon braucht ihr allerdings nur eine Messerspitze. Für den Kuchen braucht ihr dann natürlich noch eine Springform. Ich habe die hier jetzt mit Backpapier unten ausgelegt, damit der Kuchen auf gar keinen Fall unten hängen bleibt. So, zuallererst sollten wir aber den Ofen vorheizen. Der Ofen wird auf 150 Grad Umluft vorgeheizt. Und während der vorheizt, können wir eigentlich schon die Eier trennen. Und ja, dafür mache ich mir erstmal den Platz frei. Ja, wie gesagt, wir brauchen vier Eier, davon zwei ganze und zwei Eiklar. Insgesamt sollten wir das Ganze aber trennen. In das Eiklar sollte natürlich nichts vom Eigelb oder irgendwas anderes reinkommen, sonst wird es nachher nicht mehr steif und wir wollen es steif schlagen. Ich fange jetzt einfach mal an und hoffe, dass alles gut geht. So, was ich auf jeden Fall bei den zwei restlichen Eigelb noch mache, ist, dass ich sie einfach mal aufhebe, weil es wäre zu schade, die einfach wegzuwerfen. Vielleicht wird es jemand anders in diesem Haushalt benutzen. Und ja, ansonsten hat alles geklappt. Eigelb vom Eiklar getrennt. Dann können wir als nächstes damit weitermachen, dass wir das Eiklar steif schlagen. Zum Steifschlagen des Eis braucht ihr ein Handrührgerät. Kleiner Funfact nebenbei, ich habe in Australien versucht, das Ganze mit einer Gabel zu machen. Hat am Ende 2 Stunden gedauert, hat aber funktioniert. Der Kuchen war jetzt nicht so lecker, aber es klappt, ich würde es nur nicht weiterempfehlen. Wie gesagt, ein Schneebesen und dann einfach steif schlagen, sollte ja jedem eigentlich bekannt sein. So, wenn der Eischnee dann fertig ist, könnt ihr das so testen. Okay, ist gut gegangen. Und dann können wir weitermachen mit dem Eigelb. So, wie gesagt, das Eigelb werden wir jetzt vermischen mit dem Proteinpulver, mit dem Flavor, mit dem Zuckerersatz, mit dem Skyr. Und mit dem Backpulver, ich habe mir jetzt schon meine Waage zur Seite genommen, weil, ja, ihr wisst ja, die Diät schreitet voran. Die genauen Angaben zu allen Zutaten, die ihr braucht, findet ihr unten in der Beschreibung. Genau, hier kommt jetzt erstmal der Quark rein. Naja, ich kann es aber natürlich jetzt auch sagen, es sind 90 Gramm. So, der Quark. Hier nehme ich nur so einen Teelöffel vom Backpulver, wie vorher schon gesagt, einfach nur eine Messerspitze. So viel. Und von den Flavor Drops, die empfehlen 5 bis 10 Tropfen. Ich mache dann doch direkt mal 10 rein. Ich habe mich verzählt. Und von dem Proteinpulver kommen 20 Gramm hinein. Jawohl, 20 Gramm. Dann benötigt ihr noch einen Schneebesen. Und ja, dann wird das Ganze einmal verquirlt. Ja, verquirlt es einfach, bis es so eine schöne, ja, cremige Masse ist. So, dann kommt das Eiklar wieder zum Einsatz. Dieses wird jetzt vorsichtig unter diese cremige, leckere Cheesecake-Masse gehoben. Und dann sind wir auch schon so weit, dass es in die Form reinkommt. Ja, wenn ihr das unterhebt, dann solltet ihr tatsächlich vorsichtig sein, das nicht zu aggressiv zu machen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass der Eischnee dann wieder flüssig wird. Ich mache das immer so lange, bis die komplette Eiklarmasse die Farbe von der, ja, cremigen Cheesecake-Masse hier angenommen hat. Ja, wie gesagt, nehmen wir uns dann die Springform zur Hand und einfach alles einmal hier rein.
Und dann verteile ich das Ganze einfach noch so ein bisschen in der Springform, damit auch überall was hinkommt und der Kuchen gleichmäßig dick ist. So, zu guter Letzt braucht ihr dann nur noch die Sauerkirschen. Die nehmt ihr jetzt da einfach einzeln raus oder nicht einzeln und verteilt sie in eurem Cheesecake. Ich lasse sie so reinfallen, damit ihr auch wirklich ein bisschen tiefer geht. So, wenn dann alle Kirschen drin und drauf sind, kann der Kuchen für 30 Minuten in den Backofen. Der ist auf jeden Fall schon vorgeheizt. Und dann heißt es nur noch abzuwarten und am Ende zu genießen. Ich werde euch den Kuchen danach auf jeden Fall zeigen. So, nach 30 Minuten ist der Kirschkäsekuchen jetzt ganz schön aufgegangen und ich werde ihn jetzt noch schön anrichten und dann habe ich einen Blick drauf gewähren und den Nährwert verraten. Bis gleich. So, das ist also der leckere Low Carb Kirschkäsekuchen. Ich werde mir das gute Ding jetzt auf jeden Fall mit einem Espresso schmecken lassen und damit mein Fasten brechen. Und die Nährwerte davon sind auch echt nice. Wir haben hier 403 Kalorien, 50 Gramm Eiweiß, 14 Gramm Carbs und 13 Gramm Fett. Ich meine, das kann sich auf jeden Fall jeder schmecken lassen. Erleichtert die Diät und ja, man deckt damit auf jeden Fall einfach seine Proteine. Wenn euch das Video gefallen hat und ja, ihr mehr Low Carb Rezepte sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten lasst mir einfach eure Gedanken zur ja, Wiederaufnahme der Videos in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal zu einem neuen Rezept oder einem Vlog. Macht's gut. Ciao. Hey Leute und herzlich willkommen zu, ja, Vickys Kitchen. Ich habe mich beschlossen, wieder fünf Kuchen, natürlich dann noch eine Springform. Eier trennen ist ja immer so eine Sache, deswegen, ja, hoffe ich, dass es klappt.